Zum Ideenhelden Live Talk. Heute hier im Studio habe ich die Cindy Fitzmann und hallo und den Dominik Bütow. Hi. Hi. So, heute geht's hier um das freudige Verkaufen. Die Cindy und der Dominik sind Experten, wenn es darum geht, deinen Sales Funnel ein Gesicht zu verleihen, ein Happy Face, und somit dein Business zu automatisieren und die Umsätze sozusagen im Schlaf zu generieren. Und jetzt fragt ihr euch sicher, wie das so geht. Und deshalb habe ich die beiden heute in den Ideenhelden Live Talk eingeladen. Ja. Und ja. Cool. Und ja, schön. Mögt ihr kurz noch was zu eurer Person sagen? Oder habe ich euch schon gut vorgestellt, eingeführt? Das war schon ganz gut. Willst du noch kurz was sagen zu dir? Oder ich zu mir? Ja, vielleicht irgendwie kurz, irgendwie wo kommt das eigentlich her bei uns? Ich komme aus dem Programmierer-Background und habe irgendwie so über die letzten, 14 Jahre mittlerweile, halt im Programmieren gearbeitet und habe halt viel mit Automatisierung logischerweise zu tun gehabt, weil in der Programmierung geht es halt auch viel darum und habe halt immer versucht, irgendwie einfache Tasks, die ich hatte, irgendwie, die wiederkehrend war, immer schön zu automatisieren, damit ich das eben nicht mehr machen muss. Und ja, daher kommt halt von mir halt die Passion irgendwie für das Thema. Bei mir ist es ähnlich. Ich komme aus dem Online-Marketing-Background. Von daher bin ich letztendlich sehr firm mit den ganzen Tools und Systemen, die dahinter stecken. Und ich habe mir letztendlich zur Aufgabe gesetzt, oder wir jetzt auch im Business als Mission, dass wir auch Solopreneuren und Coaches, Trainern, Beratern letztendlich die Systematik und die Struktur ins Business reinholen, damit es eine Automatisierung gibt und es nicht nur für die großen Firmen vorbehalten ist. Ja? Weil letztendlich ist es heutzutage wirklich einfach, mit den Tools und den Techniken das auch im kleinen Bereich einzuordnen und zu implementieren. Super, und genau das finde ich bei euch auch so genial, dass ihr diese, wo man am Anfang denkt, boah, das sind so komplexe Vorgänge, wirklich total schön runterbrecht, dass man es super nachvollziehen kann und das Verkaufen dann nicht mehr dieses große, oh je, so muss ich es machen, sondern wirklich auch Spaß machen kann. Absolut. Und, ja, super. Und das ist eben halt auch das, was ich von meinen Ideenhelden, von meinen Kunden immer wieder höre. Boah, Verkaufen, wie kann Verkaufen Spaß machen? Ich finde das immer eine totale Herausforderung, rauszugehen und mit meinem vielseitigen Angebot da die Kunden zu gewinnen. Und es ist ja auch ein gutes Stück weit ein Mindset-Thema. Ne, was ist meine Einstellung dahinter? Wie denke ich? Was für Glaubenssätze habe ich? Mögt ihr vielleicht auch mal so Impulse und Gedanken geben zu dem Thema, wie kann Verkaufen Spaß machen? Was für ein Mindset ist dabei auch hilfreich? Sehr gern. Und zwar, ich würde das einmal von zwei verschiedenen Blickwinkeln sehen. Einmal aus dem Blickwinkel du als Business Owner. Letztendlich, wenn du wirklich ein Business haben willst, wirklich ein Owner sein willst, musst du letztendlich auch verkaufen, logischerweise. Ja. Und du musst aber auch so verkaufen, dass es halt passiert, ohne dass du permanent manuell dabei bist. Ich will damit gar nicht sagen, dass du das komplett auslagern sollst oder komplett automatisieren sollst. Wenn du zum Beispiel jetzt ein Coach bist, natürlich viel auch 1:1 arbeitet. Das soll um Gottes Willen nicht heißen, schieb das alles weg. Mhm. Aber hab halt gewisse Prozesse eingesetzt, dass dir da ein bisschen mehr Freiheit und Zeit und Luft geschafft wird. Weil nämlich, solange du dennoch immer alles manuell und selbst machst, bist du de facto kein Business Owner, du bist ein Business Operator und hast letztendlich einen Job. Ja, und vielleicht auch nicht wirklich anders als vorher, vielleicht sogar mit mehr Stress, mit mehr Aufwand und vielleicht sogar mit weniger Geld. Ja, und das ist ja wahrscheinlich für die meisten nicht das erwünschte Szenario, weil es an erster Stelle war, warum man den Schritt ins eigene Business gegangen ist. Ganz von genau. Daher muss man an irgendeiner Stelle anfangen, mit System zu arbeiten. Einmal aus der Hinsicht. Die andere Hinsicht ist letztendlich auch, wenn du immer nur alles selbst machst, kriegst du irgendwann, stößt du an diese Glass-Ceiling, ne, dass du wirklich nicht weiter hinauskommst, was auch Einkünfte angeht. Dass du letztendlich auch wirklich da multiplizieren musst. Also im Sinne von, dass du Intellectual Property einbindest, im Sinne von Kursen oder digitaler Content. Und den aber auch natürlich dann automatisiert verkaufst.
Genau, und das ist nämlich auch ein ganz, ganz tolles, spannendes Ideenhelden-Thema, weil wir Ideenhelden können viel. Ne? Viele meiner Ideenhelden, ne, die können, oder ich selber habe meine Webseite auch selber gemacht und ich habe mir meinen Sales Funnel selber gemacht. Ich habe dies und jenes, alles selber gemacht und dann aber auch gemerkt, dass einfach es viel schneller geht, wenn ich mir Hilfe dazu hole, ne, wie euch damals, dass einfach die Dinge dann auch viel mehr Spaß machen, wenn ich nicht alles alleine machen muss. Also, dass wir Ideenhelden so viel selber können, heißt ja noch lange nicht, dass wir so viel selber tun müssen. Stimmt, genau. Aber der Punkt ist ja auch irgendwie, den ich ganz gerne noch adden würde, ist ja, mit diesen Automatisierungen schaffst du ja die Zeit, um neue Sachen wirklich auszuprobieren und wirklich mal irgendwie deiner Passion wirklich zu folgen. So, und nicht die ganze Zeit nur auf Facebook abzuhängen, um neue Leute zu generieren, irgendwie, damit irgendwas von deinen Freebies vielleicht genommen wird oder irgendwas dann gekauft wird, damit du deine Rechnung bezahlen kannst. Genau. So, und das ist halt die ganze Idee dahinter, ne? Genau. Also einfach so ein bisschen Zeit schaffen für dich, wie du sie nutzt. Zeit schaffen für die Sachen, die man wirklich im Kernbusiness machen möchte. Oder gerade bei Ideenhelden, die Passion für viele andere Sachen auch noch zu schaffen, indem halt Marketing und zum gewissen Grad Verkauf automatisiert stattfindet. Ja. Super, das ist ein ganz, ganz toller Punkt und das ist auch das, was ich gerade erlebe und wo ich so glücklich drüber bin. Ich habe ja damals bei euch den Fearless Funnels Kurs gemacht, habe meine Sales Funnel aufgebaut und mein Ideenhelden-Business läuft sozusagen quasi automatisiert. Und das schafft mir jetzt den Raum für meine neue Positionierung im Bereich jetzt mit den Seelendüften, mit der Naturkosmetik und so weiter. Das wäre mir gar nicht möglich gewesen, wenn ich nicht vorher das eine Business richtig solide aufgebaut hätte und eben halt angefangen habe zu automatisieren. Dann dadurch ist wirklich dieser Raum entstanden. Also da kann ich, das kann ich wirklich unterschreiben und drei große Ausrufungszeichen hintermachen. Es funktioniert. Ja. Sehr cool. Sehr cool, das freut uns total. Mhm, genau. Liebe. Die andere Perspektive, die ich auch noch ansprechen wollte, ist letztendlich auch, dass man den Kunden an sich oder den zukünftigen Kunden wirklich in den Mittelpunkt stellt. Dass man Verkauf jetzt nicht so, ich sag mal, wie man vielleicht so traditionell sonst so gesehen hat, so ein bisschen eklig oder aufdringlich oder irgendwas, sondern dass man von einer ganz anderen Perspektive sieht und den Kunden in den Mittelpunkt stellt. Also keine Zahlen, keine Metriken, sondern wirklich einen glücklichen Kunden. Mhm. Und das hat uns letztlich dazu geführt, dass wir eine ganz eigene Signature-Methode jetzt dargestellt haben oder uns ausgedacht haben und jetzt auch anwenden mit unseren Kunden. Und die heißt auch The Happy Sales Face, wo halt wirklich im wahrsten Sinne ein glückliches Gesicht dahinter steht im Prozess und letztendlich die einzelnen Komponenten eines Sales Funnels anhand der einzelnen Gesichtskomponenten dargestellt werden. Und das würden wir euch gerne mal vorstellen. Wenn ja, das okay sehr gerne. Ja, macht das. Toll. Genau. Also haben wir hier ein Whiteboard. Super. Müssen wir es nur mal so hinstellen, dass man das auch sieht. Dass man ein bisschen näher, genau. Nichts geht über eine gute Visualisierung. Happy Sales Face. Genau. Jetzt halte ich das Board. Genau, ja, super. Du sagst, ob man das gut sieht. Ja, man sieht es gut. Okay, perfekt. Wir sind wahrscheinlich ein bisschen raus aus dem Bild oder gar nicht mehr zu sehen. Ihr seid die Stimmen aus dem Off und eure Schatten sieht man ab und zu mal. Aber letztendlich ist es the Happy Sales Face, also unsere Signature-Methode. So, was steckt dahinter? Und erwartet jetzt bitte jetzt nicht die geilsten Malkünste von mir, ja? Das ist letztendlich jetzt nur eine Skizze. Aber deswegen muss Cindy malen, nicht ich. Das ist noch schlimmer. Ich kann Augen malen, nur den Rest nicht. Also, letztendlich kennt man ja, hier ist letztendlich ein Gesicht. Oder ein Eierkopf, keine Ahnung. Ach, schau mal, die Katharina sagt, oh ja, das trifft gerade meinen Nerv. Super, schaut. Also. Ja. So. In einem Sales Funnel, und das ist ganz wichtig jetzt, ich schmucke mich mal so ins Bild rein, um das noch zu sehen. In einem Sales Funnel ist es ganz wichtig, dass man halt erkennt und auch weiß, ein Sales Funnel fängt halt nicht mit den E-Mails an. Weil es halt viele Leute denken, oh, ein Sales Funnel ist eine Abfolge von Verkaufs-E-Mails. Ja? Mhm. Das ist nur ein Teil davon. Und ich würde es auch gar nicht als eine Abfolge von Verkaufs-E-Mails benennen, dazu komme ich gleich noch. Was aber an der Stelle wichtig ist, dass ein Sales Funnel viel, 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 viel eher anfängt, nämlich mit den Augen
und zwar gesehen zu werden, ja, mit seinen Angeboten online und so weiter, mit Free Content, also Blogartikel, Videos, Interviews, wie wir es jetzt machen zum Beispiel. So, und wir gehen sogar noch einen Schritt weiter und sagen, hey, einfach nur gesehen werden ist heutzutage vielleicht gar nicht mehr so, reicht nicht mehr unbedingt, ja, in der ganzen großen Online-Marketing-Welt, wo so viel Lärm ist, sondern du musst faszinierend sein. Du musst mit deinem Content wirklich faszinierend und die Leute wirklich andocken, was kannst du, was machst du, dass die wirklich stehen bleiben und denken, oh, cooler Content. Deswegen stehen die Augen für F, fascinate, also faszinieren. Mhm. F, erster Buchstabe. So, also Free Content. Der zweite Schritt ist letztendlich, wenn ihr die Leute gecatcht habt mit dem Free Content und die auf eurer Webseite sind oder auch auf Social Media, wo auch immer, der nächste Schritt letztendlich ist, dass sie sich einschreiben in eure Liste oder jetzt auch neuerdings in euren Chatbot, ne, was auch eine Möglichkeit ist, Subscribers letztendlich zu sammeln. Das wäre dann die Nase. Ja, immer der Nase nach. Und man beginnt, ja. Ja. Und man sagt auf Deutsch auch so schön, man sagt ja auf Deutsch auch so schön im Sprichwort, man muss dich riechen können. Ja? Mhm. Man muss erst faszinierend sein, die Leute kommen und gucken. Und wenn man dann letztendlich auch überzeugt und man gerochen werden konnte, dass man sich dann letztendlich auch in den Lead-Magneten einträgt als Opt-in. Dass man das Opt-in letztendlich macht. Ich schreibe mir hier kurz nochmal hin. Das ist der Content oder Free Content. Und das ist der Lead-Magnet oder beziehungsweise Opt-in. Das mit dem Riechen ist ja auch bei unserer Partnerwahl ganz spannend. Wir riechen ja unseren Partner noch, bevor wir überhaupt uns entscheiden, weil wir denken, oh, der ist jetzt irgendwie ganz besonders wohl situiert oder so, riechen wir schon und erkennen, ah ja, das passt zu uns. Ja, absolut. Genau. Und deswegen heißt Stufe A als 2 Activate. Man aktiviert den neuen Besucher letztendlich, ne? Und aktiviert ihn letztendlich zu einem Subscriber, also eine Stufe quasi weiter. Activate. So. Die dritte Stufe, wenn er dann letztendlich sich eingeschrieben hat, hört es dann nicht auf. Und das ist leider auch ein Fehler, den viele machen. Die machen sich so viel Arbeit und so viel Mühe, letztendlich die Leute ranzukriegen und auch als Lead zu gewinnen, als Subscriber zu gewinnen, aber dann hört es halt auf. Und das ist genau letztendlich das Falsche, weil da fängt es eigentlich erst so richtig an. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, hier gibt es die Bäckchen. Ja. Und wir haben hier auch so eine wiederkehrende Bewegung, weil was da nämlich stattfindet, ist das Nurturing, also das, die Pflege der neuen Kontakte. Und das kann passieren durch E-Mail-Marketing, beziehungsweise auch, wenn man jetzt mit Facebook arbeitet, mit Retargeting. Dass man genau die Leute, die hier schon als Lead letztendlich verzeichnet sind, dass man die nochmal mit Facebook-Werbung nochmal anspricht. Also nicht komplett die kalten und unbekannten Leute anspricht, sondern speziell die Leute anspricht, die bereits bekannt sind, also die warmen Kontakte. Und da auch nochmal wertvolle Sachen letztendlich präsentiert. Genauso beim E-Mail-Marketing, also mit weiterführenden Content, mit wertvollen Sachen, mit Sachen, wo sie jetzt endlich lernen, entlang ihrer individuellen Customer Life Journey vom Problem zur Lösung weiter zu wachsen. Und das ist ja auch genau der Punkt, wo wir uns als Coaches oder als Trainer auch einfach unseren Expertenstatus oder das, hey, wir können genau das liefern, was du in dem Moment brauchst. Ne? Wir sind genau die richtigen Ansprechpartner, einfach immer wieder ins Spiel bringen können und nochmal bestätigen können. Absolut, genau. Ich glaube, als Metapher kann man das so schön nennen, irgendwie inspiriere die Leute, bringe die Wangen zum Glühen. Super, schön. Genau. Und letztendlich die Bäckchen, die man jetzt so schön auf, kennt man ja von sich selber, wenn man letztendlich dann ein Lachen auf dem Gesicht kriegt, weil was das ganze Bild dann hat. Also ich mache hier kurz weiter. Die dritte Phase ist C für Communicate. Ah, okay. Also man kommuniziert weiterführenden Content, weiterführende wertvolle Sachen. So. Und
das Endergebnis eines jeden Sales Funnels, eines jeden Businesses letztendlich auch ist, dass man den Kunden zum Lachen bringt. Mhm. Ist ein Mund? Ja, ja. Okay. Ein Halbmund. Ein Halbmund. Und mit den Bäckchen, das passt halt so schön, weil wenn du wirklich lachst, hast du auch hier diese Bäckchen, die jetzt das ganze Happy Sales Face ergeben, ja? Und du kannst vor allen Dingen, du kannst gar nicht lachen, ohne die Bäckchen zu benutzen. Genau. Versuch mal, das Bäckchen zu machen, das geht nicht. Außer du hast einen Motor. Davon gehen wir mal nicht aus. So, und die Stufe, die letzte Stufe, ist letztendlich wirklich das ultimative Ergebnis, dass wir die Leute zum Lachen bringen, dass du auch als Business Owner happy bist, weil du hast es geschafft, Leute zum Lachen zu bringen, und das ist der absolute Mittelpunkt eines Businesses und auch eines großen Sales Funnels. Genau. Und die letzte Stufe steht letztendlich für Excite, also begeistern. Super. Und letztendlich jemanden zum Lachen zu bringen und jemanden wirklich das Endergebnis des Problems zu präsentieren, ist ja eine Form der Begeisterung. Mhm. Ja, und letztendlich das hier, die Anfangsbuchstaben zusammen, ist halt auch das Face. Super, super, ja. Genau. Ja. Das ist auch das, was unser Business, sage ich mal, so freudig und so begeisterungsfähig macht. Ne? Wenn wir selber merken, wir begeistern unser Publikum, ist ja auch einfach ein schönes Hin- und Herspringen der Funken, der Begeisterungsfunken. Ne? Und so macht Business auch wirklich Spaß. Super. Absolut. Wenn man das letztendlich im Mittelpunkt sieht und das letztendlich auch denkt, okay, das ist letztendlich mein Business und darum herum befinden sich alle meine Marketingaktivitäten, dass es auch anderes Bild ergibt, als wenn man jetzt nur mit Zahlen und irgendwelchen Metriken spricht. Ne? Und deswegen ist das jetzt unsere Signature-Methode, die wir gerne lehren, damit man das wirklich mit einem, wirklich im wahrsten Sinne mit anderen Augen und einem anderen Gesicht sieht. Mhm. Und mit anderen Augen sieht und einem anderen Gesicht aufsetzt auf das ganze Thema. Klasse, super. Wenn jetzt bei unseren Zuschauern noch Fragen auftauchen sollten, dann schreibt die gerne in die Kommentare. Wir sehen das dann hier. Und dann kann Cindy und Dominik auch nochmal auf die Fragen eingehen. Ansonsten könnt ihr auch im Nachhinein, also das Video wird es dann auch auf YouTube, auf meinem YouTube-Kanal geben, könnt ihr auch gerne auch nachhinein noch eure Kommentare hinschreiben. Genau, sehr gerne. Okay. Klasse. Ja, cool. Ja, danke. Danke für diese tolle Visualisierung vom Happy Sales Face. Jetzt merke ich und höre ich immer auch wieder, dass die Leute auch sehr ungeduldig sind. Ne? Sie sagen so, ich will jetzt ganz schnell mein Sales Funnel aufbauen und möchte jetzt schnell die ersten Umsätze generieren. Jetzt sind wir uns ja, sag ich mal, überein, dass ein Business nachhaltig aufgebaut werden sollte, wirklich ganz tiefgründig, ne, dass es auf soliden Füßen steht. Und dennoch gibt der Sales Funnel eine ganz tolle Möglichkeit, nach kurzer Zeit schon wieder so die ersten Umsätze oder die ersten Ausgaben auch reinzuholen, die im Teil entstehen, wenn man sich so einen Sales Funnel aufbaut. Was sind denn da so eure Tricks und eure Tipps, um da wirklich auch schnell schon mal so die ersten Euros wieder reinzuholen? Jo. Also mein erster Tipp wäre, keine Angst vor einem Tripwire-Produkt oder vor einem One-Time-Offer zu haben. Wir hatten halt mit mehreren Leuten gesprochen, mit mehreren Kundinnen auch, und da war immer wieder so gesagt, oh, dann komme ich zu Salesy rüber oder hört sich komisch an und so weiter und so fort. Aber lass mal erstmal klären, was ein One-Time-Offer ist. Ach so, okay. Genau, was ein One-Time-Offer und was ein Tripwire ist für diejenigen Zuschauer, die es eben halt noch nicht so gehört haben. Genau, also im Endeffekt, das One-Time-Offer ist eigentlich etwas, was du relativ schnell nach dem Opt-in zur Verfügung stellst. Fürs Freebie. Und was halt einfach nur einen minimalen Preis irgendwie hat. So, dass der Kunde halt sozusagen sieht, irgendwie, okay, ich krieg das Freebie, aber ich krieg auch noch zusätzlich eventuell etwas, was wir denken, die Lösung für das nächst kleinere oder nächstbeste Problem sein würde. Als Zwilling zu dem Freebie an sich. Mhm. So, das Freebie wird dir helfen, aber mit dem One-Time-Offer zusammen hilft es dir sogar noch weiter und hilft dir noch mal einen Schritt weiter. Wie als Katalysator quasi. Ah, okay. Und was könnte so ein One-Time-Offer sein zum Beispiel? Das hängt halt ganz stark vom Freebie ab. Ne? Ja. Ich glaube,
ich würde da ungern generelle Tipps geben, weil das so dermaßen abhängt von, wo willst du einsteigen anhand deiner Customer Life Journey. Also erstmal der Kundenavatar ist klar. Mhm. Aber anhand der Customer Life Journey, wo steht der Kunde, an welcher Phase gerade, wo du auch ansetzen willst. Beziehungsweise, wenn du jetzt auch gerade für Ideenhelden wahrscheinlich ganz interessant, wenn du jetzt an mehreren verschiedenen Stellen ansetzen willst, ja, anhand seines Verlaufes, ja, dass du halt genau weißt, okay, er ist gerade in der Phase, ja, so und so, was auch immer da gerade passiert, was auch immer genau da sein Problem ist und genau da seine gewünschte Lösung, ein nächster Schrittlösung ist. Was anders sein kann als vielleicht ein Stückchen weiter. Beziehungsweise, wenn man es mal jetzt in echte Zeit nimmt, ich habe jetzt ein anderes Problem als vielleicht in einem halben Jahr. Ja? Du sprichst mich jetzt anders an mit einem anderen Freebie als vielleicht vom halben Jahr. Ja? Oder wie auch immer die individuelle Customer Life Journey aufgebaut ist. Es kann auch vielleicht ein paar Wochen oder sein, es können auch Jahre sein, je nachdem, was der Kundenavatar ist und je nachdem, was die Lösung ist oder anbietet überhaupt. Genau. Mhm. Aber ich meine, im Endeffekt ist es halt, man muss halt gucken, dass die beiden halt wirklich zusammengehen. Das ist halt sozusagen das One-Time-Offer oder Tripwire ist eigentlich das gleiche Ding für einfach nur mit einem anderen Namen. Mhm. Ist einfach etwas, was dich vom Freebie einfach den nächsten Schritt weiterbringt. Den nächsten Schritt, genau. Und das muss auch wirklich der nächste Schritt sein. Genau. Und letztendlich ganz, ganz, ganz generell, wenn jetzt zum Beispiel ein Freebie ist, meinetwegen eine Checkliste mit 5 Punkten über irgendwas, könnte zum Beispiel ein One-Time-Offer sein, dass man sich einen Punkt nochmal rausgreift, meinetwegen den größten Mehrwert von den 5 Punkten und den aber nochmal darstellt als weiterführenden Inhalt, meinetwegen noch mit einem kleinen Video oder nochmal einer weiterführenden, irgendwelchen weiterführenden Content. Ja, also ganz generell, sowas könnte es sein. Was nicht viel Arbeit ist für dich jetzt zum Erstellen, was aber für den Kunden so ein richtiger Augenöffner nochmal ist. Nach dem Motto, okay, Freebie ist ja schon eine coole Sache, ne? Faszinierend sein alles. Und dein One-Time-Offer, geil, jetzt kriege ich nochmal einen richtigen Schub, wenn ich das One-Time-Offer jetzt noch kaufe, für einen extrem schmalen Preis. Also das kann halt sein von irgendwas zwischen 9 oder 7 bis 9 Euro ist vielleicht so 30, 40, je nachdem, was es letztendlich ist. Ja, genau. Von den Formaten kommt immer so die Frage, ne? Was kann das sein? Es kann sein, ein kleiner Videokurs. Es kann sein, noch ein kurzes E-Book oder einfach so sehen. Genau, irgendwas Kleines halt noch, was halt das Freebie komplementiert und nochmal wie so einen Schub gibt halt. Ne? Super. Und das Schöne daran ist halt, wenn man das letztendlich direkt nach Opt-in präsentiert, auch wieder Mindset, ja, wenn jetzt gesagt wird, nee, das ist mir zu krass, das ist mir zu aufdringlich, ist es überhaupt nicht, weil letztendlich die Leute haben bereits bewiesen, die wollen das Freebie. Die wollen also eine Lösung haben zu ihrem Problem. Wenn du jetzt mal was anbietest zum geringen Preis, dass sie nochmal katapultiert werden, nochmal 10 Schritte weiter, ist das gut, ja. Mhm. Und dieses Freebie letztendlich kann sofort dir Umsätze machen im Sales Funnel. Und zwar wirklich sofort, nicht erst in 3 Wochen, dass das One-Time-Offer soll, genau. Wenn andere Angebote erst im weiteren Verlauf angeboten werden im Sales Funnel, das One-Time-Offer kann sofort nach Opt-in passieren, also als angeboten werden. Mhm. Und das Schöne noch daran ist, wenn man letztendlich dann noch Facebook-Werbung einsetzt, kann das komplett dieses One-Time-Offer die Facebook-Werbung refinanzieren. Ja, super. Was sind da eure Erfahrungen mit dem One-Time-Offer? Also wie viel Prozent eurer Umsätze macht ihr damit? Oder wie, einfach so, dass ihr vielleicht uns mal so ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen gebt? Gute Frage mit dem Umsatz, mit dem Prozentsatz. Aber was ich jetzt gerade aktuell am Laufen habe, ich bewerbe gerade verschiedene Webinare und in Facebook-Werbung und refinanziere mir komplett die Werbung für die Webinare mit dem One-Time-Offer. Okay. Weil ich direkt das eine One-Time-Offer, was jetzt thematisch auch passt, direkt auf der Danke-Seite nach Webinar-Opt-in anbiete. Mhm. Also ich zahle quasi nichts für die Facebook-Werbung aktuell. Genau, so wird es oft eingesetzt, ne? Einfach um sich zu refinanzieren für das Werbebudget. Super. Genau. Ja. Schön.
Ja, das hat uns jetzt echt nochmal einen ganz, ganz tollen Einblick gegeben. Und ich merke auch wirklich so, dass diese Freude rüberkommt, ne? Die Freude auch bei euch, die ihr habt, ne? Mit euren Sales Funnel, aber auch wirklich, was es für unsere Zuschauer bedeuten kann, da einfach so ein Stück weit auf Automatisierung zu schalten und auch auszuprobieren. Also was ich so gemerkt habe, ist, ich hatte einen totalen Spaß dabei, wirklich so diesen Sales Funnel dann so aufzubauen und zu gucken, dann auch zu sehen, was habe ich da jetzt an kleinen Verkäufen gemacht oder wer hat sich da weiter eingetragen, wer ist mitgekommen, also einfach so, das wie ein Spiel auch zu sehen und zu beobachten, ne, das hat mir so die Freude gebracht, ne, einfach so auch so hinter die Kulissen zu schauen, zu gucken, was machen die Leute jetzt, wo klicken sie und was laden sie sich runter, also das war, habe ich einfach gemerkt, das ist so dieser spielerische Ansatz, der mir die Freude gebracht hat. Und, ne, und das ist auch das, was ich generell vielleicht auch nochmal so zum Mindset sagen möchte, dieses Verkaufen, hast du auch gerade so schön nochmal dargestellt oder ihr auch eben gerade, wir bieten dem Kunden ja Lösungen und was ist das Schönste, ist es, die Menschen weiterhelfen zu können und wenn man jetzt denkt, oh, ich verkaufe und ich dränge den Leuten was auf, dann macht das eine ganz andere Energie, als wenn ich sage, hey, wie genial ist das denn? Ich biete den Leuten Lösungen, ich kann damit den Menschen weiterhelfen. Ich trage dazu bei, dass immer mehr Menschen, weiß ich, ein erfolgreiches und freudebringendes Business haben. Wie genial ist das denn? Ne? Also das ist wirklich ein ganz anderer Ansatz, der so einen Unterschied macht und der mir selber auch sehr viel mehr Freude im Business bringt, wenn ich so denke und so handle dann auch. Genau. Sehr schön. Super. Ja. Schön. Und wenn du etwas aufdrängst, es hat ja jeder Kunde hat ja die Möglichkeit zu sagen, nö, möchte ich jetzt gerade nicht. Und kommt später nochmal wieder. Es ist kein Aufdrängen. Ja. Weil es ist halt so, dass du nicht für jeden Kunden irgendwie eventuell das spezielle Angebot hast, was der gerade haben will, was völlig in Ordnung ist. Und dann guckt er sich halt um. Und dafür ist halt genau das Internet ja so riesig, ne? Ja. Das ist halt, deswegen gibt es ja so viele Angebote. Deswegen musst du ja faszinierend sein, um genau irgendwie die Leute halt zu dir zu ziehen. Genau. Und ja, also ich finde halt einfach irgendwie, wie du sagst, irgendwie, wir bieten halt Lösungen an. Wir verkaufen nicht wirklich. Wir bieten Lösungen an. Und wenn jemand irgendwie die Lösung haben möchte, dann gerne, dann helfen wir ihnen gern weiter. Und das macht halt immer Austausch. Mit einem Buttonklick und mit einer Überweisung. Genau. Ja, und wir schulden auch, dass wir letztendlich innerhalb des Sales Funnels auch, wir haben das jetzt als Lernleiter letztendlich für uns benannt, weil letztendlich dieses Produktportfolio ist, aber auf einer ganz bestimmten Struktur aufgebaut ist. Dass du halt letztendlich auch wie, gleiche Analogie mit dem Sales Phase, du kannst die Leute natürlich als super Endergebnis, wo danach gar nichts mehr kommen würde von dir als Angebot, breite Lächeln aufs Gesicht zaubern. Aber da kommen vielleicht gar nicht alle hin. Ja? Weil, aus verschiedenen Gründen, weil sie einfach das nicht jetzt so unbedingt machen wollen, aus finanziellen Gründen oder warum auch immer. Ja? Es ist das Gleiche wie letztendlich nicht jeder macht jetzt einen Doktor in der, Akademikerkarriere. Aber es wäre auch total okay für uns als Anbieter oder für alle, die jetzt eine Lösung anbieten für ein Problem, wenn sie auf irgendeiner Stufe entlang dieser Lernleiter auch schon den Leuten ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Das muss dann nicht das total fette Lächeln sein, sondern vielleicht halt nur so ein, so ein nettes Lächeln halt. Was total okay ist. Auch vom Mindset her. Ich muss nicht allen Leuten mein krasses, super Premium-Paket verkaufen, sondern ich habe auch eine Lernleiter, die letztendlich auf dem Weg dahin auch schon Lösungen bietet. Schöne Idee. Und dann kann ich derjenige selber letztendlich aussuchen, wo er letztendlich andocken will und wo es auch vielleicht jetzt erstmal genug ist und vielleicht später nochmal wiederkommt oder gleich weiterläuft anhand der Lernleiter oder auch gar nicht, weil es für ihn persönlich jetzt ausgereicht hat an der Stelle. Super. Das ist für uns auch ganz wichtig, dass wir jetzt immer wirklich immer den Kunden im Mittelpunkt haben und nicht jetzt sagen, ey, wir müssen auf Teufel komm raus, jetzt den Leuten die super Premium-Pakete anbieten, sondern wir haben wirklich entlang der Lernleiter, entlang der einzelnen Phasen der Customer Life Journey verschiedene Produkte für verschiedene Bedürfnisse zu der exakt gleichen Zeit.
Ja. Super. Also das Bild, was mir gerade auch nochmal kam, ist wirklich wie so ein ganz, ganz toll gedecktes Buffet. Also wirklich so, ne, wo du die dollsten Leckereien drauf hast, je nachdem, wo auf das, was ich gerade Appetit habe, was ich gerade brauche, was mir gerade gut tut, picke ich mir da wirklich so das eine raus und das andere. Und mir als Anbieter macht es totalen Spaß, dieses Buffet herzurichten, schön zu dekorieren und, ne, und dir zu sagen, boah, schau, probier mal hier diese Früchtchen, die werden dir ganz gut tun, weil die bringen deine Haut zum Leuchten oder wie auch immer. Und genauso, ne, gehen wir wirklich dahin. Wir haben die größte Freude daran, dieses Buffet herzurichten und dann bieten wir das sozusagen unseren Kunden an und sie können sich genau das von diesem Buffet nehmen, wonach ihnen gerade ist und was ihnen gerade weiterhilft. Genau. Schön. Genau. Das ist eine schöne Analogie. Ja, schön. Ich glaube, für die Lernleiter würde ich eher mit Gänge gehen. Irgendwie ab wann der Kunde halt ab ist zum Beispiel. Vielleicht nach der Vorspeise schon, weil schon genug vorher gegessen oder sowas. Und dann kommt eventuell der Hauptgang erst. Und dann aber erst nachspannen. Sowas in der Vorspeise. Das ist auch eine schöne Analogie. Ja, super. Sehr. Das passt noch besser. Perfekt. Schön. Ja, und wo wir da jetzt mal so beim Buffet oder bei den Haupt- und Nachgängen und beim Dessert sind, wie sieht denn euer Buffet aus? Wie sieht euer Menü aus? Ihr habt nämlich was ganz, ganz Tolles Neues auch entwickelt, das Happy Sales Face, was ihr heute auch schon vorgestellt habt. Wo kann, wenn man jetzt sagt, boah, das ist so toll und ich möchte da jetzt wirklich ran an die Buletten, wie der Berliner sagt, und möchte jetzt mein Sales Funnel aufbauen und möchte da wirklich was machen. Was habt ihr da im Angebot? Was könnt ihr jetzt den Zuschauern da vorschlagen, damit sie auf ihrer Reise weitergehen können mit eurer Unterstützung? Also Happy Sales Face als Analogie zieht sich bei uns jetzt mittlerweile wirklich durch alle Produkte. Und auch jetzt ganz neu, wir haben jetzt ein Chatbot, ja, wir sind jetzt in der Zukunft angelandet und haben einen Chatbot, den wir auch als Charakteristika diesem Happy Sales Face zugeordnet haben. Also kann jeder mal gucken, wenn er bei uns auf der Fanpage ist und einfach auf Message geht, kann er mit unserem Chatbot Caesar, heißt Caesar the Happy Sales Face, kommunizieren, interaktiv. Cool. Mit Fotos. Mit Fotos. Wow. Fotos von euch. Fotos von uns auch, aber der Chatbot stellt uns ja vor. Also der Chatbot ist halt nicht wir tun auch gar nicht, als ob wir der Chatbot sind. Der Chatbot ist wirklich wie ein Teammitglied von uns, ne? Und der spricht halt quasi für uns als Teammitglied, aber stellt uns auch an einer Stelle vor. Dem Motto, wollt ihr mehr über Cindy und Dominik wissen? Dann klickt ihr und dann wird über uns was gesprochen. Cool, ist es auf deiner Website oder Cindy Fitzmann oder auf der Facebook? Auf der Fanpage, genau. Okay. Einfach da gehen. Ansonsten natürlich haben wir ein Freebie zum Thema Sales, Happy Sales Face. Du wirst auch nochmal alles aufschlüsseln und auch nochmal erklären, die einzelnen Stufen. Mhm. Und was wir jetzt ganz, ganz neu haben, wir haben nämlich ein neues Intro-Offer entlang der Lernleiter, die wir gerade auch beschrieben haben. Und genau, danke für den Link. Mhm. Und das ist nämlich gerade ein Intro-Offer. Der ist ein Live-Kurs, der jetzt am Montag nochmal anfängt. Wir hatten den schon mal vor 2 Wochen am Laufen mit phänomenalen Feedback und Ergebnissen. Cool. Für die Leute, das war super, super toll, weil wir genau das Gleiche, wie ich gerade schon gesagt habe, diese Lernleiter letztendlich anhand der Customer-Life-Journey-Phasen, also der einzelnen Phasen auf der Kundenlaufbahn quasi, wirklich eins zu eins verbinden, dass da eine Klarheit entsteht, nicht nur, wer ist mein Kundenavatar, sondern wo setze ich an welcher Stelle und dass man von da geht, okay, das ist das Freebie, das ist One-Time-Offer, das ist mein Endprodukt und dann letztendlich von beiden Seiten so das super strukturiert und logisch zusammenfasst. Und das machen wir im Live-Kurs, das ist nächste Woche, was letztendlich so die Grundlage ist für das ganze große Thema Sales Funnel. Das, wo du jetzt auch dabei warst bei dem Phyllis Funnel Kurs, dass man das dann auch implementiert. Ne? Dass man da wirklich weiß, okay, welche Produkte habe ich eigentlich, die an welcher Stelle im Sales Funnel eingesetzt werden. Mhm. Klasse. Und das ist auch das, was ich so total in eurem Kurs geschätzt habe. Es war einfach eine total tolle Information, die man super umsetzen konnte. Und bei jedem Schritt der Umsetzung, ne, Dominik, du warst dann auch so echt der Engel, der jederzeit sagt, ja komm, nee, das kannst du so machen. Und also ich fühlte mich die ganze Zeit so gut begleitet,
dass ich spielen konnte. Ne? Ich habe ausprobiert und wenn ich irgendwo nicht weiterkam, dann warst du zur Stelle und hast gesagt, so komm, probier mal das hier, der Link und dann kannst du da gucken. Und das kann ich mir vorstellen, ne, wenn das jetzt so wirklich in so einem Live-Prozess wird, ihr seid einfach da, total an der Seite und die Leute können ausprobieren. Sie können die Schritte nachbauen und sofort, ne, sind sie da, haben sie Unterstützung, wenn es darum geht, die Sachen dann umzusetzen. Also super genial. Genau, und vor allen Dingen wird es ja irgendwie ein Live-Kurs mit mehreren Teilnehmern sein. Also man kann halt auch irgendwie von den anderen Teilnehmern erzählen. Ja, genau. Und was sie auch Ideen haben. Weil wenn halt 20 Köpfe zusammenkommen, kommt halt immer mehr dabei raus, als wenn die Daten da noch reinsetzen. Ja. Von daher, das war halt das mega Feedback aus dem ersten Teil. Genau, das war wirklich so toll, weil dann letztendlich alle konnten sich vorstellen, alle konnten sagen, okay, was macht man als Business, wer ist meine Zielgruppe, was ist meine Customer Life Journey und dann quasi sich aufgedröselt von Problem Unaware, Problem Aware, Solution Aware. Mhm. Also ist man sich das bewusst überhaupt, welches Problem man hat oder nicht, also eine Stufe vorher wäre das, ist man sich bewusst, welche Lösung man überhaupt anstrebt quasi, weil das ist so entscheidend, die Kommunikation, auch für Free-Content zum Thema Augen, ne? Aber auch Freebie zum Thema Nase, als auch die Produkte der Wange und Mund. Und das Schöne an den Live-Calls war, dass dann Leute gesagt haben, hey, Moment, ich bin auch deine Zielgruppe, lass doch mal kurz quatschen. Wo stehe ich denn gerade? Was wäre denn eigentlich meine Frage und meine erwünschte Lösung? Das war echt super. Das war richtig, richtig klasse. Also, hat wirklich Spaß gemacht. Super. Von daher, genau. Also das ist nächste Woche nochmal live mit uns. Es gibt 2 Live-Calls, ungefähr 1,5 bis 2 Stunden, wo wir wirklich viel schaffen, das wirklich zacki-zacki umsetzungsmäßig Umsetzungskurses. Nicht nur, dass ich halt erzähle, sondern wirklich, es wird umgesetzt, dass er am Ende der Woche wirklich die Lernleiter super strukturiert aufgebaut hat. Das heißt, innerhalb dieser Woche haben die Leute dann ihren Sales-Funnel stehen oder zumindest die Struktur. Oder was ist das Ergebnis mit dem, die dann rausgehen? Struktur, welche Produkte du anbietest. Genau. Super. Also keine technische Umsetzung. Dafür wäre eine Woche jetzt viel zu wenig. Ne? Genau, das denke ich mir. Da haben wir länger gebraucht. Genau. Das ist das in Struktur, so der Blueprint, also die totale Fundament, das man braucht, ehe man letztendlich in die Umsetzung geht. Weil es bringt letztendlich nichts, jetzt irgendwas umzusetzen, sich ein Freebie zu bauen, vielleicht ein One-Time-Offer sich zusammenzudenken, vielleicht schon E-Mails zusammenzuschreiben, also wirklich den Sales-Funnel technisch umzusetzen, wenn man nicht vorher total glasklar im Kopf war, was ist eigentlich gerade in der und der und der Phase für meinen Kunden relevant. Genau, und das, und das ist letztendlich Thema von nächster Woche, vom Sales-Funnels. Super. Das heißt, die Leute, die jetzt sagen so, ja, ich will mir da den Sales Funnel Blueprint machen und möchte mir die Struktur machen, damit ich dann loslegen kann und die kommen zu euch in die Live-Calls. Der Link, ne, http://bit.ly/salesphase führt euch dann dahin. Da stehen die weiteren Informationen da drauf und auch da könnt ihr euch anmelden. Das ist nochmal eingeblendet. Kann ich auch nochmal unten in die Shownotes einblenden. Genau. Super. Was ist denn jetzt so die finale Botschaft, das, was ihr den Zuschauern mit auf den Weg geben wollt, aus unserem Talk jetzt hier resultieren oder so aus dem Spirit eurer Arbeit? Was letztendlich unsere Mission ist, dass jeder Unternehmer, Online-Unternehmer, egal wie groß er jetzt ist oder ob er jetzt Solopreneur ist oder Coach oder Trainer, was auch immer, dass er ein Business hat, was letztendlich auch wirklich Freude und Spaß bringt. Und dass ein Business letztendlich auch für ihn arbeitet oder für dich arbeitet und nicht immer nur andersherum. Ja? Mhm. Also, dass man nicht letztendlich selbst und ständig manuell tut und ordert, sondern dass das Business auch bringt, Freude bringt, Spaß bringt, Geld bringt, aber auch Zeit und Freiheit bringt. Ja. Weil im Endeffekt, du hast ja das Business nicht ausgesucht, damit du irgendwie das Gleiche machst, was du vorher im Job gemacht hast, nur dass du jetzt selbst sagen musst, dass du das aber machen musst, sondern du hast es gemacht, weil du selbstbestimmt eventuell sein willst, weil du mehr Freiheiten haben wolltest, weil du dir selbst aufsuchen wolltest, was du tust, irgendwie, wie du deinen Kunden am besten helfen möchtest. Und wir möchten einfach die Lebensfreude und den Spaß in das Business zurückbringen, um halt genau so ein Part davon einfach mit Automatisierung zu versehen, die halt mehr oder weniger wie ein eigener Mitarbeiter sind, nur einfach viel, viel weniger kosten und dein Business halt einfach langsam und stetig halt grown, wachsen lassen. Genau.
Super, ganz, ganz toll. Also ich finde auch, das kommt so rüber bei euch. Also ihr versprüht das auch, ihr lebt das auch selber. Also ihr seid da auch ganz, ganz toll Vorbild, habt eine Vorbildfunktion und ganz, ganz toll. Also ich würde gerne auch nochmal ergänzen mit dem Spruch, der mich so durchs Jahr oder auch so durch mein Berufsleben trägt. Das ist der von Joseph Campbell, Folge der Freude, und das Universum wird dir Türen öffnen, wo es vorher noch keine gab. Ja. Diese Möglichkeit, ne, die ermöglicht dir auch dein Sales Funnel wirklich zu schauen, was ist damit alles möglich, wenn ich wirklich mein Unternehmen für mich arbeiten lasse und mir die Zeit und die Freude als ganz wichtigen Leitfaden in meinem Leben und in meinem Business habe. Genau. Ja, sehr schön. Und wir wollen vor allem, wie gesagt, mit dem Sales Face, also wirklich im wahrsten Sinne, den im anderen Gesicht aufsetzen, als vielleicht sonst traditionell man damit assoziiert. Ne? Ja. Weil es ist nichts Dummes, es ist wirklich, es ist was ganz Natürliches. Sales Funnels gibt es schon immer. Es ist nichts Neues, was im Internet seit 2 Jahren plötzlich rumschwirrt. Ja, weil es gibt, jedes Unternehmen hat einen Sales Funnel. Wir sind alle in zig Sales Funnels drin bei anderen Firmen, ohne es zu merken. Sobald man einen Fremden zum bezahlenden Kunden macht, ist es irgendwas dazwischen, ist ein Sales Funnel. Die Frage ist nur, ist es strukturiert, ist es strategisch, kann man es messen und wie geht man selbst damit um, was wieder eine Mindset-Frage ist. Und deswegen Happy Sales Face, dass man es mit lachendem Auge sieht und wirklich menschlich sieht und halt auch von der Technik her einfach umzusetzen. Das ist wirklich jetzt kein Riesending, was jetzt nur große Firmen machen können, die ein super IT-Department haben. Es kann wirklich heute jeder machen mit den Tools, die es auf dem Markt gibt. Super, ja. Toll. Super, ja. Vielen, vielen Dank, Cindy. Dominik, vielen, vielen Dank. Es war ein sehr bereichernder, erquickender Ideenhelden-Talk mit euch. Also ich bin sicher, dass die Zuhörer da ganz, ganz viel mitnehmen und auch diesen Spirit und dieses Prickeln, diese Begeisterung von euch spüren, dass die wirklich durch den Äther jetzt sprudelt. Und sage ganz, ganz doll Dankeschön und wünsche euch da auch ganz viel Erfolg weiterhin und Freude. Danke, vielen Dank. Und vielen bedanken Dank. Uns, für, okay, dass wir dabei sein durften bei diesem Talk. Genau, vielen Dank für deine Zeit. Und vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Zuschauer. Ja. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt es einfach unter das Video. Verteckt mich, Dominik und Diana, wenn ihr Fragen habt zum Thema oder auch zum Kurs. Und wie gesagt, wenn ihr beim Blueprint dabei sein wollt, das ist jetzt am Montag nochmal als Live-Kurs. Den wird es danach als Live-Begleitkurs nicht mehr geben, sondern wahrscheinlich nur noch innerhalb unserer eigenen Sales-Funnel-Lernleiter. Okay, super. Also dann, alles, alles Liebe und auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao.